von Raccoon City, nachdem die Armee eine Rakete darauf abgefeuert hat. Aufgrund unbestätigter Berichte soll es sich um eine Atomrakete handeln. Wenn das der Fall sein sollte, gibt es kaum noch Hoffnung, unter den 100.000 Einwohnern der Stadt Überlebende zu finden. Herr Präsident, in welchem Zusammenhang steht die Umbrella Corporation mit dieser biologischen Bedrohung? Die Pressekonferenz ist beendet. Vielen Maßnahmen ergreifen, damit eine Katastrophe, wie Raccoon City sie erlebt hat, nicht wieder vorkommen kann. Wenn man nicht mal versucht, ein Leben zu retten, dann sind alle anderen auch verloren.